Wir haben eben im Kabinett das Cannabisgesetz beschlossen und ich bin froh, dass das also erreicht werden konnte. Es ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird. Das Gesetz geht im Prinzip auf drei bestehende und nicht gelöste Probleme ein. Das erste Problem ist, wir haben steigenden Cannabiskonsum. Das betrifft leider auch Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Das heißt, der steigende Konsum findet derzeit statt, ohne dass es darauf eine Antwort gäbe. Das gilt für viele Bundesländer, eigentlich für alle Bundesländer.